Ja, Sandra. Stefan Ross hat seinen 40. Geburtstag mit einer großen Party auf einer Almhütte gefeiert. Und seine Ex-Frau Stefanie Hertel fordert ihn zur Beichte auf. Einzelheiten in wenigen Sekunden. Hallo, liebe Zuschauer. Patchwork-Glück mit Stefan Ross. Gestern hat er seinen 40. gefeiert. Mit seiner neuen Frau, mit seiner Ex-Frau Stefanie Hertel und mit deren neuem Mann. Und er hat sich zu seinem Runden gewünscht, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Sause fand in einer urigen Berghütte statt und wir durften dabei sein. Tina Turner hatte gestern auch Geburtstag und ich war erstaunt, wie viele von Ihnen unseren Post auf unserer Facebook-Seite geliked haben. Wirklich ungewöhnlich viele. Aber sie ist ja auch simply the best. In ihren 76. hat die Rocklady festlich reingefeiert. Sie hat die Weihnachtsbeleuchtung ihrer Heimatgemeinde Küsnacht in der Schweiz angeknipst und verraten, dass sie und ihr Mann Erwin Bach schon ihr ganzes Haus dekoriert haben. Gleich sind wir wieder da mit unser aller Liebling. Schön, dass Sie bei uns sind. In den USA ist Thanksgiving ein ganz wichtiges Familienfest. Und die Promis haben sich auch dieses Jahr nicht lumpen lassen. Da wurden wieder riesen Truthähne aufgefahren und zum Nachtisch Apfel- und Kürbiskuchen. Wir zeigen Ihnen mal, wie die Stars den Tag gestern verbracht haben und was es Köstliches gab. Oh je, die Kleine ist jetzt vermutlich für immer Thanksgiving geschädigt. Die britischen Royals haben vor Weihnachten noch ganz schön zu tun. Die Queen und ihr Mann Prinz Philip sind auf Malta und Prinz Harry, der plant offenbar für seine Nichten und Neffen den Weihnachtsmann zu spielen. Bei dem Bartwuchs erkennen George und Charlotte ihn bestimmt nicht. Vorher allerdings macht er anderen Kindern eine große Freude. Und wir haben noch mehr von den Royals. Das Fürstenhaus in Monaco lässt uns an einem einzigartigen Moment im Leben der kleinen Gabriella teilhaben. Ja, sehr hübsch. Promis greifen bei großen Events gerne zu großen Kostümen. Und da gab es diese Woche neben dem Truthahn-Kostüm von vorhin, Sie merken, ich bin immer noch geschockt, also neben diesem gab es noch andere Outfits, die eher zum Schreien und Davonlaufen waren. Unsere Ahanayas. Ja, aber sowas Warmes werden wir am Wochenende auch brauchen beim ersten Spaziergang über den Weihnachtsmarkt. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Advent und melde mich am Montag wieder aus unserem Leute-Heute-Studio hier in München. Bis dahin versorgen wir Sie mit Informationen rund um die Promis auf unserer Facebook-Seite. facebook.com/leuteheute. Klicken Sie mal drauf. Tschüss, schönes Wochenende, machen Sie es gut.